Hallo Welt, da sind wir wieder. Hier auf Aite und wir wollen jetzt hier die Satellitenschüssel zerstören. Ja, da haben wir schon ein bisschen gekämpft in der letzten Folge, aber wir sind nicht wirklich weitergekommen. Vielleicht diesmal. Ich glaube, das hier war ein ganz guter Punkt, um sich zu verstecken. Ich gehe in Deckung. Deckung. Und da geht's sofort schon los jetzt. Wo kommen die bloß alle her? Naja, da passen wir jetzt mal auf. Sehen Sie das? Sie kommen aus dem Boden, irgendwie. Wenn die Dinger doch nur aufhören, vielleicht können wir die schon zerstören oder so. Unsere Drohne, ist das unsere? Oder hat Tali ihre abgefeuert? Schwer zu sagen jetzt. Ja, wir müssen ein wenig aufpassen, denn in der letzten Folge scheint jemand von hinten gekommen zu sein. Aber hier ist jetzt nichts. Och. Das hat sicher wehgetan. So weit waren wir übrigens schon, aber dann kamen irgendwie nochmal irgendwelche Gegner. Komisch, eklig grün leuchtende Gas. Och, das sind ja noch so viele. 2, 3, 4 also noch. Oder haben wir die eine? Da ist es schon die offene hier. Ja, tut mir leid. Da müssen wir jetzt durch wohl. Ob wir uns hier nochmal verstecken können? So, da ist immer noch einer. Verschwinde! Thank you.
Und jetzt sollen wir das hier machen? Da kommen gleich wieder welche. Ja, so sieht's aus. Oder diesmal kommen gar keine. Ich sehe keine. Kommt man hier nicht rauf? Das wäre aber auch kein gutes Versteck da unten. Ah, sie haben vielleicht keine mehr. Haben wir die jetzt geöffnet? Ah, ich denke schon. Vielleicht kommen die erst, wenn wir... Ach, die sind hier hochgerannt vielleicht. Vielleicht kommen sie erst wieder, wenn wir die Sachen hier alle zerstört haben, aber... Ich überlege gerade, wenn wir auf eines schießen... Und das explodiert... Ja, was passiert dann mit uns? Was ist hier eigentlich los? Der Mensch will mehr, als er vermag. Kommen Sie, ich erkläre es Ihnen. Ach, Mission erfüllt. Mission Zusammenfassung. Übertragungsschlüssel zerstört. Überlebende... Wissenschaftler gefunden. Erfahrung erhalten 250 sogar. Crits, also Credits erhalten. Cerberus-Finanzierung 3750. Credits gefunden 3750. Zusammen also 7500. Palladium haben wir auch gefunden. 2000. Ja, und dann war es das scheinbar. Ich danke Ihnen, Commander Shepard. Sie haben uns etwas Zeit verschafft, wenn auch nicht viel. Es ist noch nicht vorbei. Identifizieren Sie sich. Oder wie ist die Lage? Ach, identifizieren Sie sich erstmal. Archer steht doch da. Wer sind Sie gleich nochmal? Dr. Gavin Archer, wissenschaftlicher Leiter dieser Anlage und vermutlich der einzige Überlebende. Okay, und was ist das jetzt für eine Lage, in der wir sind? Sie schulden uns diese Erklärung. Das hier ist das Projekt Overlord. Ein Versuch, durch Verbindung eines menschlichen Geistes mit einer VI Einflussmöglichkeiten auf die Geth zu erhalten. Die Ergebnisse waren nicht wirklich zufriedenstellend. Vorsichtig ausgedrückt? Dann will ich nicht wissen, was Sie unter einem Desaster verstehen. Sie können nicht einfach das ganze Projekt verurteilen. Wir hatten durchaus Erfolg. Zumindest teilweise. Mein Bruder David hat sich freiwillig als Proband zur Verfügung gestellt. Aber sein Verstand hat die Verbindung zur VI nicht bewältigt. Er ist jetzt wie ein Virus. Er infiziert unsere Netzwerke und übernimmt die Kontrolle über jede Technologie, die er findet. Deshalb mussten sie die Schüssel zerstören. Es wäre nicht auszudenken, wenn das Programm von hier wegkommt. Infiziert? Wie übernimmt er die Kontrolle über die Elektronik? Ich habe eine derartige Hybridintelligenz noch nie gesehen. Ich weiß nicht, wo der Mensch endet und die Maschine anfängt. Was sind die Konsequenzen? Was kann schlimmstenfalls passieren? Eine technologische Apokalypse. Jede Maschine, jede Waffe, jeder Computer könnte gegen uns gerichtet werden. Niemand kann sagen, was passieren würde, wenn er ins Extranet kommt. Ja, gab es denn keine Vorkehrungsmaßnahmen? Das hätten Sie sich alles vor dem Experiment überlegen sollen. Man kann doch nicht erwarten, dass wir jede Eventualität berücksichtigen.
Schon gar nicht, dass aus David so eine Monstrosität wird. David? Die VI hat sich im Hauptlabor der Atlas-Station verschanzt. Sie hat alles abgeriegelt. Um reinzukommen, müssen Sie die Sicherheitsabriegelung über unsere Anlagen in den Stationen Prometheus und Vulkan manuell aufheben. Aufheben? Wie funktioniert die Abriegelung? Sie hat eine Ausfallsicherung für Notfälle. Normalerweise können nur alle drei Projektleiter gemeinsam die Abriegelung aufheben. Jetzt bin nur noch ich übrig. Meine Autorisierung kann ich geben, aber bei den anderen beiden müssten Sie das manuell machen. Und was ist, wenn ich Ihren Bruder töten muss? Wir können nur hoffen, dass es nicht dazu kommt. Stationen Prometheus und Vulkan? Erzählen Sie mir etwas über die Stationen Vulkan und Prometheus. Die Vulkanstation ist unser geothermales Kraftwerk. Sie erzeugt die Energie für die vier Außenposten. Die Prometheus-Station ist ein abgestürztes Geth-Schiff voller inaktiver Maschinen. Wir benutzen sie für unsere Experimente. Diese Station? Was geht auf dieser Station vor? Das ist die Hermes-Station. Unsere Kommunikationsverbindung mit dem Rest der Galaxie. Wenn sie die Schüssel nicht rechtzeitig zerstört hätten, wäre es zur Katastrophe gekommen. Experiment. Was ist bei dem Experiment schiefgegangen? David hat freiwillig einer Verbindung mit der VI zugestimmt, damit sie ein richtiges Bewusstsein bekommt. Theoretisch hätte nichts passieren dürfen, aber bei künstlichen Intelligenzen ist nun mal nichts sicher. Na, schon mal eine gute Idee. Dann hätten sie es nicht versuchen sollen. Und was wäre, wenn Sie nie versucht hätten, die Reaper zu finden, Commander Shepard? Was wäre dann heute mit der Galaxie? Manchmal muss man die Risiken einfach ignorieren. Projekt Overlord? Erzählen Sie mir mehr über das Projekt Overlord. Wir wollten aus dem religiösen Antrieb der Geth eine Waffe machen. Als wir sahen, wie sie Saren gefolgt sind, wurde uns klar, dass man sie beeinflussen kann. Und wenn man einen richtigen Anführer schafft, ein Virus mit einem Gesicht, wenn Sie so wollen, könnte man die Geth kontrollieren. Ein kühner Plan. Das ist ein ehrgeiziges Vorhaben. Es wäre die perfekte Waffe. Sieg ohne Verluste. Wir könnten den Krieg mit den Geth komplett vermeiden. Zumindest war das der Plan. Atlas-Station? Was können Sie mir über die Atlas-Station sagen? Die Atlas-Station ist das Hauptlabor, wo alle unsere VI-Experimente durchgeführt werden. Sie ist unser nächstes Ziel, sobald Sie die Abriegelung aufgehoben haben. Dort ist auch mein Bruder zu etwas anderem geworden. Ja, ich bin bereit. Was anderes können wir ja gar nicht sagen. Ich breche jetzt auf. Die anderen Stationen sind alle in Fahrreichweite. Viel Glück, Commander. Sie müssen immer noch in die Stationen Vulkan und Prometheus gehen, um die Abriegelung aufzuheben. Die Reihenfolge ist dabei unerheblich, aber Sie müssen sich um beide kümmern. Ich breche jetzt auf. Die anderen Stationen sind alle in Fahrreichweite. Viel Glück, Commander. Na ja. Können wir so eine Station von hier schon sehen? Wir werden hinfahren, ja, ja. Hat er denn keine schöne Waffe für uns da gegen die ganzen Geth und was er da so noch so erforscht hat? Komische grünleuchtende. Ach, sollen wir jetzt unseren Hammer nehmen? Kaum zu glauben. Glaubt ihr beiden das? Oh, all die Toten. Ah, die habt ihr aber schön verpackt. Ja, ja, ich weiß schon. Wahrscheinlich sollen wir das Gebiet erstmal verlassen hier. Auf zur nächsten Station, denke ich mal.
wird in jeder Anlage die Abriegelung vor Ort aufheben. Welche Sie sich zuerst vornehmen, ist egal. Aber erst wenn Sie sich um beide gekümmert haben, können Sie die Atlas-Station betreten. Und achten Sie auf die Sicherheitsmacs von Cerberus. Die VI hat sie wahrscheinlich alle übernommen. Archer, Ende. Ja, ja. Ein roter Pfeil, dem wir folgen sollen. Den wir sehen können, da wir wieder unsere Google Glasses aufhaben. Die geografischen Bedingungen deuten auf eine ästhetisch wertvolle Aussicht in der Nähe hin. Organische Lebensformen möchten sich das möglicherweise ansehen. Möglicherweise schon. Schön gemacht ist das hier. Leider können wir jetzt nicht aussteigen und so ein paar Fotos machen. Oh, ich habe geguckt, was das für Vögel sind und den Huckel nicht gesehen. Große Vögel. Warum muss ich da gleich an die Eier denken von den Vögeln? Omelette und so. Ach, wie schön. Vier Flügel haben sie. Schmetterlinge? Ja, sieht so aus. Oder rosa Motten. Oh, wenn es so etwas Analyse. Gibt. Analyse. Schutzlose Pflanzenfresser können es nicht mit Lenkraketen aufnehmen. Verpflegst? Ich hab die gar nicht gesehen. Oh, die kennen wir aber. Irgendwie glaube ich manchmal, dass diese Wesen einfach von anderen Planeten hier eingeschleppt worden sind. Es kann ja nicht auf jedem Planeten die gleichen Tiere geben. Na, die kennen wir aus dem ersten Teil schon. Aber ich weiß nicht, wie wir hier aussteigen können. Notfalldatenpaket von Cerberus geborgen. Es enthält Informationen über das Projekt Overlord, die andere Forschungsgruppen zur Analyse benötigen. Achten Sie auf weitere Pakete in diesem Gebiet. Bleiben noch 5. Ja, die sind aber gut versteckt, finde ich. Ah, die haben ja gar nicht mehr diesen Lichtstrahl oben. Pakete wollte ich erst suchen. Na, vielleicht kommen wir ja wieder raus irgendwie. Ach, die waren doch ganz gut. Tali vor allem. Da, keinen Punkt erhalten. Na gut, dass wir Tali dabei haben.
Kernkraftwerks. Empfehle erhöhte Vorsicht. Ich sehe schon, was das wieder wird. Da rüberspringen wahrscheinlich sollen wir. Oh nein! Egal, wir bleiben mitten über dem Lavafluss bleiben wir stehen. Jetzt weiß ich, warum das Vulkan genannt wurde hier. Können wir hier raufgeblasen werden? Ja, wir können also auch sterben. Das ist ganz was Neues jetzt. Also speichern geht nicht, das heißt, jedes Mal, wenn mit uns irgendetwas passiert... Scannergebiet. Analyse. Ventilationsstationen ermöglichen ausreichende Geschwindigkeit zur Verbesserung der Schwebefunktion des Fahrzeugs. Wenn irgendwas passiert, dann... müssen wir immer wieder diese Filmsequenz über uns ergehen lassen. Leider sehen wir auch keinen Balken, der uns anzeigt, wie kaputt das Ding schon ist. Ach, das kann ja gar nichts. Aussteigen geht auch nicht. Na, wenigstens sucht hier die Rakete ihr Ziel. Na gut, es qualmt etwas. Können wir das hier nicht einfach? Oh nein. Das hört sich gar nicht gut an.
Aha, die Kameras können wir... Ja, das ist gut zu wissen. Die können wir erschießen. Gut, das ist schon cool, das Ding. Okay, wir wollen sowieso links lang, aber vielleicht finden wir hier irgendetwas. Scanne Gebiet. Analyse. Trümmerfeld zum Befahren geeignet. Verrückt. Wir sollen da rüberspringen. Das gibt nie was. Und speichern können wir hier immer noch nicht. Oh nein. Ich sehe es kommen. Wir werden, weiß ich nicht, 6 Stunden hier dran sitzen wahrscheinlich. Speichern wäre doch jetzt ganz nett. Vor so einer Aktion. Nein. Dürfen wir nicht und fertig. Die Karte haben wir nicht. Ja, nix. Wahnsinn. Ja gut, dann wird es aber doch hoffentlich Speicherpunkte geben, automatisch hier irgendwo. Ah, ich weiß schon. Da hoch sollen wir, ja? Vorsicht! Mach das Ding nicht kaputt. Ach so, hier können wir schon aussteigen. Triebwerksgeschwindigkeit nicht ausreichend, um Wand auf 12 Uhr zu überwinden. Naja, dann müssen wir hier wohl aussteigen, denke ich mal. So, wir parken aber schön in Fluchtrichtung einigermaßen. Wahrscheinlich werden wir hier hochspringen müssen, vielleicht sogar dort hoch. Werden wir sehen dann. Mich interessiert aber dennoch... Oh, nein, nein, nein. Warum können wir hier drauf? Das ergibt doch keinen Sinn hier, oder? Ich dachte, vielleicht könnte man da irgendwas irgendwie höher noch. Warnung. Automatische Steuerung offline. Kernsysteme wurden übernommen. Ja gut, hier drin werden wir uns in der nächsten Folge umsehen. Diese Folge ist vorbei. Ich darf mich an dieser Stelle also bedanken für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Ein Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.